GMV. K-Thanks, what's up? Dubos, what's up? Mad D, what's up? Yeah. Hey Leute, wir sind jetzt bei diesem 5-Sterne-Döner, den ich mal probiert habe. Lammfleisch schmeckt ja brutal geil. Wisst ihr was? Ich habe wieder richtig Bock auf den bekommen, deswegen rein da! Moin! Moin, Junge Mann! Herzlich willkommen! Suchst du einen Job? Ja, sehr gut! Ja, komm! Schwarzarbeit! 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 Hä? Ob das alles auch so mit rechten Dingen zugeht? Arbeitsamt! So, Chef, ich hab Feierabend. Der Kollege kann mir helfen. Sehr gerne. Ja, hallo. Faruk. Emanio. Emanio! Sorry, Leute. Freut mich. Herzlich willkommen. Das ist die zweite Episode von Evanyo arbeitet. Das Format, wo ich einmal verschiedene Jobs ausführe. Und heute arbeite ich als Dönermann im Hause Kurtulan Opfer. Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Fangen wir mal an mit der Geschichte des Ladens, weil die ist wirklich interessant. Ja, wir sind Kebab aus Kurtulan. Ersten Artus 2003 haben wir den Laden eröffnet. 16 Jahre? 16 Jahre, ja. Wir sind ein original Dönerladen. Gut, ihr lacht euch schon ganz ab. Also was hauptsächlich, was Dönerfleisch betrifft. Sie sind auch der einzige Laden in Hamburg, der Lamm. Genau, Lammfleisch haben wir, Kalbfleisch haben wir, Geflügel sowieso. Dienstags und Donnerstags haben wir den Delikatesse Lammfleisch, 100%iges Lammfleisch. Den kann ich nur empfehlen, nicht Kundenfleisch mit Lammfettgewebe, sondern 100%iges Lammfleisch. Damit ist gemeint, es ist wirklich ein 100%iger Lammspieß und nicht irgendwie sowas zusammengewürfeltes verschiedenen Fleischsorten, sondern wirklich clean, crystal clean. Euer Fleisch kriegt ja auch einen besonderen. Wir haben keine Dönerlieferant, sondern wir haben Fleischlieferant, der für uns extra abfertigt. Qualität geht einfach vor, sag ich einfach mal. Qualität, ja. Bei uns Qualität ist unser Prädikat. Doch. Aber nicht umsonst habt ihr Vogel einfach die beste Werte. Ganz genau. Meine 5 Sterne habt ihr auch bekommen. Dankeschön. Einfach Bombe, von vorne bis hinten perfekt. Ich als dicker Junge kann diesen Döner nicht in Worte fassen. Das Lammfleisch spielte mit der Frische des Gemüses. Zuerst haben wir natürlich damit angefangen, Döner zu machen für mich. Ist ja klar, Leute, wenn ich im Dönerladen arbeite, dann muss ich auch ein bisschen was davon profitieren und ein bisschen naschen, ne? Würde ich doch genauso machen. Entschuldigen Sie, also ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Bei der Arbeit wird gearbeitet und nicht irgendwie Essen gemacht für einen selbst. Sag mal, wo sind wir denn hier? Wir sind in Deutschland, sag mal. Ja, dann leck mich. Und dann nehmen wir bitte erstmal Brot. Das zu machen? Genau, frisch bleiben. So, genau. Ist egal. Senkrecht. So ist okay. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Fleisch, ne? Oder? Da haben wir einen Schneider. Genau. Den hast du auch. Mit linker Hand. Bitte, dass du schön festhältst. Das wird ganz böse. Ja, okay. So, wir machen das erstmal zusammen. Einfach so. So. Nicht rausdrücken, sondern so ganz leise. Leicht, genau. Okay. Versuche, dass das hier am Fleisch rankommt. Und du hier, genau. Hier, so. 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 Gleich wird es. Daher muss man ein bisschen warten. Für das Video wurde extra nochmal ein neuer Lammspieß aufgehängt, was echt mega korrekt war. Deswegen war das Fleisch noch nicht ganz durch, also mir Bescheid. Vielleicht bevor jemand sagt, hey, das ist ja rohes Fleisch, bla bla. Keine Sorge, wenn du deinen Döner holst, dann ist das Fleisch richtig lecker frisch. Da musst du keine Sorgen haben, du. Zeig mit der Hand oder mit dem Zug? Ja. Hallo. Verwendet sein Ende nicht. Wir machen ein bisschen Power. Genau, den ein bisschen nach rechts drehen. Genau, und die anderen genauso. Ich spüre schon, wie es schmeckt. Das muss ja richtig doll. Oh God, it's so good. Aber wir brauchen auch ein bisschen grüne Salat. Dünn, wie es möglich ist. Ganz dünn bitte, das ist super. Das hier ist perfekt. Du hast schon was richtig gemacht hier. Dann kann ich schon die Gehaltserhöhung riechen. Siehst du, was Evanyo gemacht hat? Was für ein schöner, leckerer Salat. Ja. Kann ich mir die Gehaltserhöhung riechen? Nö. Wie ist die Arbeit? Jetzt mach ich was. Das war 2 Minuten erst. Was hab ich denn wieder vergessen? Oh, vielleicht. Wollen wir was zeigen? Na, das zeige ich. Ah, das Brot vergessen. Oh nein. Ja, dann kannst du ja nichts. Das heißt Kündigung. Habe ich da etwa Kündigung gehört? Das ruft ja nach einer Ausbildung. Oh nein! Das ist unser Brot, schön mit Sesam, extra für uns Kebab-Haus. Machen wir 2 Minis.
ich nichts anderes Essbares gefunden habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Kannst du dann Messer schneiden? Echt? Messer geht auch? Hast du noch recht hier? Eine Ausbildung oder was? Zeig mir jetzt ein Ziel. Nicht drauf drüben, einfach ziehen. Bist du? Einfach. Ja, das muss ich noch. Ja. Ne? Muss noch in die zweite Layer kommen. Ja, ich habe ein bisschen Angst, ne? Also. Alter, du kitzelst den nur, was soll das denn? Also, sorry, ich hab Angst, ich hab Respekt vor Döner. Ulum, das solltest du auch haben. Huh. Hast du Gäse? Genau, der. Na klar. So. Kennt ihr das, wenn euer Chef euch einfach so richtig dreist ins Gesicht lügt? Schön, schön. Okay. Weiter, mach weiter, ist schön. Bitte verschone mich mit deinen zwei linken Händen. Du Arsch. Huh. Das Fleisch schön verteilt, bitte. An jeder Ecke. Lecker. Chef, ich hatte mir das Spiel gemacht, ich muss ja noch Salat alles machen. Das ist nicht wurscht. Das muss man verteilen. Mhm. Okay. Okay. Frag mal Efanio, wie er das haben will. Also ich selber möchte es natürlich ohne Tomaten haben. Ist jetzt schon eng, oder was sollst du denn da aufmachen? Efanio. Soll ich noch mehr reinmachen? Das reicht ja völlig. Salat hast du auch nicht verteilt, ne? Ja, das ist eine Kunst, die nehme ich gar nicht. Ein Pepperoni. Ah. Ah. Ein Livagno mit den Tönen. Genau, für Efanio. Ja. Also wer den gemacht hat, ne? Boah, der hat Ahnung davon. Kann man diese Avocado-Soße schmeckt richtig gut. Cool. Zugeben, das ist wirklich echt richtig. Sehen wir das mit Gabel? Oh, wie das aussieht. So ein ganzer Batzen. Das ist so gut. Ja. So gut. So good. Was sagst du, liebst du deinen Job oder sagst du, das ist anstrengend? Ja, nee, das mache ich mit Liebe. Ich bin seit 32 Jahren in der Branche. Das ist ja nicht das. So lange nicht. Ich liebe es, wenn Menschen zufrieden sind, wenn Menschen für Kleinigkeiten glücklich sind. Vor allem, wenn das um Essen geht. Das ist für mich wie ein kleines Geschenk. Fachmänner bei dieser Branche zu finden, ist nicht einfach. Entweder auch kein Aufgebot mehr. Nee, noch nicht, aber Dönerbrot gibt es jetzt. Die Branche leidet unter Personal, also wir finden kein Personal, kein Fachmänner. Hey Fachmänner, wenn ihr die Video gesehen habt, dann bitte einmal vorbeischauen. Bitte, bitte, bitte. Vielleicht sollte ich aufhören, Leute abzustechen. Aua! Und lieber Herr Dönermann werden. Ja. Hm? Hat sich gefeuert? Ja, verdammt nochmal! Denkst du, du kommst morgen wieder rein und verprügelst mal den Mitarbeiter? Den zwei Döner, den zwei Minis, ich bin nicht hier. Aber ich selber noch. Genau. Alles frisch, Kartoffeln frisch, Gemüse frisch, Salat frisch, Fleisch frisch, Levagno frisch. Chef frisch. Aber ich schwöre, man zahlt eigentlich gerne für gute Qualität. Ich würde, wenn ich dich fragen würde, findest du den Laden? Eine andere Meinung, den Laden. Der schön. Der Döner ist frisch und das ist der beste Döner in ganz Hamburg. Das ist ganz einfach. Dann bekamen wir unsere allererste Bestellung. Zwei Dönerteller. Ob wir das gemeistert haben, let's go. Hallo, schmeißt ihr hier Pommes? Ah, okay, das haben wir gar nicht gemacht. Gar nicht hier? Das ist zum Messerschärfen. Schnell. Das ist schnell. Jeder schnell einmal, bitte. Ja, ich bin immer ruhig. Ich komme gerade vor. Ganz gut. Perfekt. Oh nein, die schöne Ausbildung. Oh, steht ja ruhig. Wir machen gerade zwei Dönerteller. Zitronensaft, Pflanzenöl, Granatapfel. Ja, aber Pommes ruhig ist, wie gesagt, sie brauchen 2 Minuten länger. Macht ihr auch Fisch, ne? Ja, muss so sein. Ach, viel Job ist, was nett. Hallo? Nehmen das raus, bitte. Nein. Muss das sein? Genau, ich habe keine Chance, was meinst du? Muss weg. Muss.
Wie sieht es jetzt eigentlich aber hier mit ein paar Moneten aus, sag mal? Also Bezahlung existiert hier nicht? Leider nicht. So, ich mach's ja. Der Umgang mit den Kunden lief an sich eigentlich gut, aber es gab auch wirklich anstrengende Kunden. Moin. Hallo, möchten Sie gerne was essen? Was hat das geschmeckt? Das freut mich einfach mal selber davon. Ja, klar. Weiß nicht. Wie man es ist. Es sah groß aus, aber ob das auch schmeckt. Rein damit jetzt. Und? Mhm. Das riecht gut. Ah ja, das sind hier umsonst rein. Evan, ihr Döner. Hättest du mich verarscht, Mann! Also Chef, ich kündige. Danke, dass ihr drehen durftet. Sehr gerne. Also Leute, ehrlich, also ernsthaft jetzt ist. Nicht wegen irgendwelchen Reden, doch sonst was, es schmeckt wirklich sehr geil. Wenn ihr besuchen möchtet, macht das wirklich gerne. Durch dieses Monstrum, Mann. Ich sag ehrlich, das ist der beste Döner, den ich jemals gegessen habe. Also in Hamburg der beste auf jeden Fall. Das freut mich. Sehr. Weiter? Was wird mir? Ja, definitiv. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke schön. Sehr gerne. Habt schön Feierabend. Wie sind Tage dann? Als Fazit kann ich sagen, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, der Job ist doch dann auf Dauer schon sehr anstrengend. Man muss das wirklich, wie der Chef gesagt hat, lieben. Und das tut er auf jeden Fall. Es ist wirklich ein herzensguter Mensch, Leute, die supporte ich wirklich mit Liebe. Deswegen, wenn ihr in Hamburg seid, gönnt euch gerne mal Leverkusenstraße 2, das Kebabhaus Kurtolan. Wirklich einfach, wirklich so ein leckerer Döner. Also wirklich einfach nicht normal, wie lecker der ist. Gerne hingehen, gerne sagen, ihr kommt von mir, würde mich freuen. Und wenn ihr das Video liked, das wäre noch leckerer. Ich hoffe, die zweite Episode von Evanio arbeitet, hat euch gefallen. Und jetzt, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ach, ich bin ja gar nicht mehr wieder bei Arbeit, aber... Ich hab Hunger.